Nucera, da gehen wir mal kurz auf den Chart und schauen uns das Ganze hier mal im Kerzenchart an. Da sehen wir nämlich, wir sind hier so ungefähr bei 20 Euro reingekommen. Und ich hatte, als wir dann hier hochgegangen sind Richtung 25, hatte ich gesagt, na, mich würde es nicht wundern, wenn man die Aktie früher oder später auch nochmal unter 20 Euro bekommt. Das ist nicht ganz passiert. Wir sind hier bis 21 runtergekommen. Das war dann das Tief. Und das, was mir jetzt hier ganz gut gefällt an der Aktie, ist, dass wir nach dieser ersten dynamischen Bewegung jetzt hier die Bodenbildung anscheinend drin haben, haben eine erste Aufwärtsbewegung gesehen, sind am Bereich, ja, soweit wie man bei so einem kurzen Chart hier überhaupt charttechnisch arbeiten kann, sind wir hier erstmal am Widerstandslevel gescheitert, haben eine kleine Korrektur in die Abwärtsrichtung gesehen. Ja, das ist diese hier gewesen. Und von da an geht es jetzt wieder nach oben. Und im Moment ist die Aktie dabei, in einem schwachen Marktumfeld wohlgemerkt, über dieses letzte Hoch hier den Ausbruch zu versuchen. Und wenn der kommt, wenn dieser Ausbruch zur Oberseite kommt, dann denke ich, könnte das eine gute Chance sein, die Nucera hier auf der Long-Seite zu nehmen. Denn dann haben wir ein wirklich schönes Absicherungsniveau, einmal bei 21 Euro. Und wer ein bisschen defensiver noch agieren möchte, der kann auch hier bei 20 Euro seinen Stop setzen. Wir hatten jetzt zuletzt zwei Banken, die hier ganz gute Kursziele hatten. Das ist einmal die Deutsche Bank und die Citigroup. Die haben jeweils ein Kursziel von 30 Euro in der Nucera-Aktie. Und das gefällt mir ganz gut. Denn wenn wir uns mal anschauen, was die letzte Korrekturbewegung hier gezeigt hat, dann sind wir hier oben von 25, 30 runter auf 21. Das sind also 4,30 Euro ungefähr. Und wenn wir die hier drauflegen, die 4,30 Euro, dann kommen wir auf ein Kursziel von 29,60 Euro. 29,60 Euro. Damit sind wir fast bei diesen 30 Euro, die Citigroup und Deutsche Bank jetzt hier geliefert haben als Kursziel. Und das würde ich dann auch nehmen als Kursziel für einen Trade. Ja, und wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben das letzte Hoch hier bei 23,30. Wir hätten ein mögliches Stop-Level bei 21, das wären also 2,30 Euro Risiko. Und von 23,30 bis 29,60 haben wir 6,30 Euro, die wir verdienen könnten, auf 3,30 Euro Risiko. Das ist ein schönes CAV und deswegen gefällt mir die Nucera hier sogar im Moment als Trade ganz gut. Auch wenn ich hier am Anfang zu diesen sehr hohen Preisen eher skeptisch war, dass das Ganze sauber weiterlaufen kann. Aber das ist jetzt eben auch schon ein paar Wochen her. Die Aktie hat sich hier ausnivelliert und das ist etwas, was ich ganz gerne sehe, wenn wir so neue Börsengänge haben, dass wir dann irgendwann aus diesen kleinen Trends hier ausbrechen. Ja, haben hier so eine kleine Dreieckskonstellation gesehen, sehen diesen Ausbruch jetzt hier nach oben und der könnte dann auch zu weiterem Momentum zur Oberseite führen. Also Nucera gefällt mir im Moment ganz gut.